Moin Jungs, moin Mädels, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, wie man, oh, ist die Mutterfliege, wie man sehen kann, altbekannte Stelle, und zwar der wunderschöne Milchesee. Devin, auch schon ein bisschen am Hasseln. Wir werfen schon ein, zwei Mal rein, was ist das denn? Ihr werdet sicher, wir werfen schon mal ein paar Mal rein. Wir warten hier nämlich auf die liebe Stella, eine Fotografin. Ihr werdet alles nochmal verlinkt bekommen. Sie wird sich selber auch nochmal vorstellen kurz. Ihr werdet es auch in dem Video sehen. Und dann, ja, würde ich sagen, bis jetzt haben wir nichts gefunden. Ihr habt nichts verpasst. Bis gleich. Könnte K98. Wollen wir denn hier noch hinfahren? Könnte K98K sein. Hm? Natürlich ist es irgendwas in der Richtung. Das sieht dein Wasser, liebe Furt, hier verrottet. Scheiße. Wie oft haben wir jetzt hier? 6, 7. Ja. Wo hast du hingeschmissen? Hier vorne lag der direkt. Ich habe irgendwas gespürt beim Einholen, dachte mir, was ist das jetzt hier? Puh, auf einmal zieht den ganzen Schaft hier raus. Da habe ich doch John lieber jetzt rampelt. Ich weiß. Ja nicht seit gestern hier. Na, ich weiß es nicht. Wie, wo, was, warum. Ich verstehe den Sinn nicht, wie oft. Wir haben die so oft hier vorne hingeschmissen. Ja. Nie lernen. Nee. Es ist eine Katastrophe. Und wenn jeder mal ein bisschen nachdenken würde, dann würde. Bocken. Pass auf! Da würde man auch mal. Es würde nicht so viel Sorgen haben. Nee, aber immer die einfachste Methode: entweder in den Wald oder ins Wasser. Ja. Das ist einfach so. So ist es. Und ich meine mal, es ist ja manchmal schon. Sind ja Müllcontainer oder was, stellen die ja schon hin. Aber zu faul, das mal hinzubringen. Ja, klar. Nicht? Das ist ja einfacher, irgendwo hinzuschmeißen. Es wird ja schon einiges bereitgestellt, aber nutzt es gar nicht. So, am einfachsten immer hier mit dem Hänger runter, ab ins Wasser, egal ob jetzt im Wald oder sonst wo. Ja. Diese ganzen Säcke, die man ja hier wälderweise sieht, ist genau dasselbe im Grün. Da könnte ich mir auch mal aufregen. Ich möchte nicht wissen, was manchmal hier für Dreck alles noch drin ist. Ja, wir versuchen ja ein bisschen dagegen zu kämpfen. Ja, aber ich glaube, in der Mitte, das wird auch nochmal. Ja. Müssen wir dann mit dem Boot. Das wird ja dann mit der Zeit, will ich mal ein, auch mal dann zum Boden runtersacken. Ja, der Schlamm, der sickert das ein, ja klar. Nicht? Ein Stück Säckchen, Alter. Was ist das jetzt? Achso, das Ding, Alter. Da ich quasi gefunden habe. Oh mein Gott. Nach dem Clickbait. Ist das so lang, Alter? Ja. Hat der Büchse oder was? Ich kann euch nicht, Wie viele Likes wollen wir die Scheiße anziehen, Alter? 14. Ja! 100 zieht sich die Scheiße aus, Alter. Ja. Alles klar. Ich geb die auf, Alter. Alle viele Likes. Okay, hi, ich bin die Stella und ich mache eine Dokumentation über Magnetangler und bin deshalb bei Magnet for Future heute, für mal ihre Arbeit zu dokumentieren und ein paar Porträts zu machen. Wunderbar. Ich hasse Magnetfischen. Ja, alles zusammengekackt. Wie hoch ist. Jetzt würde ich einmal tauschen. Ja. Das war. Die Interviews machen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt, einfach per Zoom, Skype. Ja, wir haben Zeit. Nur ein Stückchen, ja klar. Das ist ein bisschen großartig. Bild, das halt so groß ist. Ja. Das ist so komisch, ein Schilf hier. Ich wieder was hier. Das sieht mir nach irgendeiner. Da Visierhalterung sein, ne? Kann man hier wegschmeißen. Wahrscheinlich ist das könnte hier. Und dann geht hier der Schaft durch. Wird auf Visier sein oben. Ja, das heben wir mal auf hier. Da könnt ihr, falls ihr es mal wisst hier, was das sein könnte, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Das sieht erstmal sehr interessant aus. Egal, wie oft ich da hingeschmissen habe, immer war ja was raus. Das ist so unfassbar, dieser See. Was ist das jetzt so? Was ist denn das? Eine Granate. Oder? Ja. Aber die ist leer, oder? Mach mal ein bisschen. Ist voll mit Schlamm, oder? Ich weiß es nicht. Mach die mal, versuch mal vorsichtig sauber zu machen. Da ist doch Schlamm drin, oder? Die ist doch eh offen oben. Der Dings, Treibding ist da oben her. Bin mir nicht sicher. Nee, das ist der Treib. Gib mal her. Das ist der Treibring hier. Hier? Das ist ein Unterteil. Hier, Schlagding. Hier oben die Hülse und hier die Kanone-Dings dran. Kann sein, ja, dieses. Da fehlt die Spitze. Ihr wisst ja, das ist hier.
Hab ich gerade gesehen, hier dieser Treibring. Ja. Du, hier ist in der Hülse ist hier drin, das untere Ding was hier und hier fehlt bloß dieser lange Zylinder. Das ist eine komplette Flak, eine Artillerie. Das ist nicht mehr gefährlich, das Bus. Ja, ja, können wir mal ein bisschen sauber machen. Das ist, richtig, das ist nichts mehr gefährlich. Weil die Explosion findet ja dahinter statt. Weißt du? Und wir haben sozusagen den unteren Teil hier. Stimmt, ja. Das fehlt bloß hier oben dieser... Diesen Tornado. Weißt du, wo dann halt oben der Zünder ist und drin der Sprengstoff. Aber das ist genau hier dieser Treibring. Und hier ist halt die... Ab der Stück ist die Hülse drin. Hier, hier sieht man es nochmal. Weißt du? Hier. Ja, stimmt. Siehst du, hier sind die Ringe, die Treibringe. Hier ist der Schlagbolzen immer puff ruf, wo hier die Kugel dran ist. Also die Hülse. Und ich fit bloß die scheiß Kugel vorne. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist so ein etwas anderes, sag ich mal. Sehr interessant. Und alles an einer Stelle, sag ich dir. Das die alles an einer Stelle hier. Ich war schon 8-mal hier gewesen, verstehe. Oh ja. Hat bloß schon mal gehabt, so ne? Ach du Scheiße. Sieht verdächtig noch was aus. Sonnenschirm-Dings. Also ein Sonnenschirm. Nee, das ist viel zu fett dafür. Das ist hier so eine Schnur, ne? Ja, wirklich Stahl ist es ja nicht. Auch hier so ein Blech. Ja. Das ist ja schon brutal. Da hat der Kanonenrohr rausgezogen. Oh Gott. Scheiße. Ach, da ist nichts, ne? Ich bin gespannt. Also ich habe auch jetzt extra bewusst nicht so viel gefragt, weil die Erfahrung von anderen Projekten zeigt, das erste Gespräch, also wenn das so richtig extrem ins Laufen kommt, ich habe dann alle Fragen schon mal gefragt so, und dann kommt nachher nicht so mehr so ein gutes Gespräch zustande. Ja klar, jeder hat irgendwas anderes zu berichten, ne? Ist ja richtig. Genau, und von daher hat Daniel mich geimpft und hat gesagt, jetzt holen wir, verschießen mit all meine Munition so. Genau. Wir haben noch überlegt, ob wir so einen Fragekatalog machen, aber ich glaube nicht, dass wir... Das ist dann zu allgemein. Jeder hat ja so einen anderen Bereich, wo er halt macht. Vor allen Dingen, weil es im Endeffekt nachher ja ein Gespräch ist. Also wir werden es aufzeichnen und dann quatscht man einfach. Dann kommt eine Frage, dann ergibt sich was und aus der ergibt sich wieder was anderes. Logisch. Und dann ergibt sich ein Gespräch. Hallo. Und Daniel geht dann einfach nachher hin für die Texte und kann dann immer wieder reinhören und kann dann halt mal, wenn sie noch mal irgendwie was nach... Wenn du von denen die gleichen Fragen hast, hast du der Bus strukturiert, wie viel, wo, so, das ist dann, denke ich mal, zu steril. Ja, das, ich soll mag mehr auch persönlich sein, denke ich mal. Ich glaube, die Texte, klar sind die Bilder wichtig, aber ich glaube, dass das Buch eine Text... Na, gerade der Text, genau, der Text dazu lässt das Bild auch zum Leben erwecken. Ja. So guckt man hin, was ist denn das? Und wenn daneben halt auch was steht, dann denkt man sich, ah, okay, dafür ist es da. Ja. Und deswegen habe ich halt auch wirklich viel Porträts gemacht und darauf geachtet, weil es geht im Endeffekt ja um die Leute, die dahin dran Ja, klar. Und ich finde es halt auch schön, dass alle, die dabei waren, so unterschiedlich sind. Ja, das ist definitiv. Wir sind auch auf so viele Charaktere gestoßen. Jeder hat wirklich seinen eigenen Schuh, sage ich jetzt mal. Ist einfach wirklich so. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, das sind alle gleich. Nee. So wie jetzt Autotuner, weißt du, so jeder hat das gleiche Ziel, jeder schneller, lauter, keine Ahnung was. So jeder hat sein eigenes Ziel, was er verfolgt. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Ja, wir packen auch langsam ein hier. Ja. Der Hunger ruft. Ja, ich muss noch packen, damit es morgen dann direkt weitergeht. Ja. Genau, ich schreibe dann Tobi mal an, also Magnetics Man. Schicke ich dir alles rüber. Da freut er sich auch. Der ist für alles bereit. So, dann habt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Oder ja. Müsst ihr arbeiten? Nee, zum Glück nicht. Genug gearbeitet jetzt hier. Und dann hören wir voneinander. Ich schreibe euch dann und dann könnt ihr oder anrufen, wie auch immer. Gehen. Genau. Genau, ich krieg euch. Ich habe ja alle Kontakte. Ja, ich krieg euch. Kommt nicht weg. Nee, super. Einen anderen schönen Tag, hab mich gefreut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Einmal wieder noch ins Scrollen. Ich hab da
Kannst du schon mal zusammenpacken, wenn du nicht mehr willst. Jetzt noch, ich hab hier, wisst ihr, Last Wolf Magic hier. Oh mein Gott. Jetzt mal so einen Masala-Wurf, weißt du, ich meine? Am besten gleich beide Seile zusammen und... 40 Meter. Okay, jetzt. Ich hab die kaputte Diele hier. Zu weit links, aber was? Da ist was dran, sag ich ja so, wie es ist. So, ich zeige euch noch mal ein bisschen die Ausbeute vom heutigen Tag. Wie ihr sehen könnt, also wirklich was Schönes habe ich noch nie gesehen. Aha. Noch die letzten Meter noch mal. Zwei Münzis. Zwei Pfennies. So, was haben wir noch? Die geile Socke haben wir hier. Ja, Blechrohre. Hier. Das ist ein Fahrradlenker. Das ist keine Ahnung, was das ist. Viel Schrott über Schrott. Haben wir hier noch einen Kopf von der Patrone und halt das Unterteil von, ja, diesem Teil. Krasse Ausbeute auf jeden Fall. Ja, viel mit Munition zu tun, wie auch die Entstehung des Sees hier. Aber wisst ihr ja schon, wir waren ja schon 10-mal hier gewesen, kein Problem. Geschichte. Die anderen Videos ankicken, ne? Sieht so aus, die anderen Videos einfach ankicken. Ist auf jeden Fall geiler Scheiß. So Jungs und Mädels, Mücken gehen uns auf den Sack. Alles zusammen. Devin hat euch auch nochmal einen kurzen Einblick gezeigt. Dazu mal eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir gefunden haben. Definitiv sehr, sehr spannender Tag gewesen. Auch ein schöner Tag gewesen mit Stella. Mal sehen, was daraus wird. Wir halten euch natürlich auf den Laufenden. Spätestens auf Instagram werdet ihr alle weiteren Infos dazu erhalten, was mit diesen Bildern, die hier geschossen wurden, geschehen werden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Jetzt nicht vergessen, hier irgendwo, kann ich nicht einschätzen, zu abonnieren. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr sogar noch, die 1000 Abonnenten voll zu machen. Was machst du denn? Die 1000 Abonnenten voll zu machen, ne? Wäre natürlich ein riesengroßer Meilenstein, gerade für YouTube, für Instagram. Haben wir es ja geschafft, bei TikTok ein bisschen übertrieben auch. YouTube ist noch ein bisschen entfernt gewesen, oder immer noch ein weites Ziel, aber dank euch schaffen wir das bestimmt. Teilt gerne unsere Inhalte mit euren Freunden, die sich vielleicht auch interessieren könnten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao.